Vor einer Woche waren Svenja Holler und Inga Henke, beide aus Güstrow, enorm aufgeregt. Sie waren zwei der insgesamt 10 Teilnehmer der Kreismusikschule Güstrow bei dem Landeswettbewerb Jugend musiziert in Neubrandenburg. Svenja Holler ist 14 Jahre alt und spielt bereits im 8. Jahr Gitarre. Sie startete in der Altersgruppe 4 und erhielt für ihren Vortrag 22 Punkte und einen zweiten Preis. Die 10-jährige Inga Henke hat erst vor 1,5 Jahren mit dem Erlernen des Gitarrenspiels begonnen. Sie konnte sich über 21 Punkte in der Altersgruppe 2 freuen. Burkhard Steltner als Gitarrenlehrer zeigte sich zufrieden über das Abschneiden seiner Zöglinge. Ich bin eigentlich sehr zufrieden, weil ich habe nicht mehr erwartet. Es wäre schön gewesen, wenn einer von den beiden Schülern, es konnte ja nur einer weiterkommen, das wäre Svenja, Altersgruppe 4. Aber ich denke mal, das ist so richtig gut gewesen. Ne? Denn sie hat das Potenzial, um weiterzukommen. Ich bin eigentlich keiner, der so unbedingt auf Wettbewerbe drängt, weil Wettbewerbe, ja, es baut doch einen immensen Leistungsdruck auf. Aber ich denke, ein Wettbewerb, der bringt den Schüler auch weiter. Weil auch wenn man nicht unbedingt Erster oder Zweiter oder Dritter wird, man ist gut, wenn man dort mitmacht. Das ist das eine. Und das andere ist, im Vorfeld muss man doch ein bisschen mehr üben. Und dieses Üben, ich denke schon, dass einen das Ganze einfach weiterbringt. Und im Nachhinein, auch wenn man halt nicht weitergekommen ist, einen großen Schritt nach vorne gemacht hat. Ne? Seit 39 Jahren ist Burkhard Steltner bereits Lehrer an der Güstrower Musikschule. Die Liebe zur Gitarre wurde frühzeitig geweckt und sie hat er schon unzähligen Schülern weitervermittelt. Insgesamt schnitten alle Güstrower Teilnehmer beim Landeswettbewerb erfolgreich ab. Die Musikschule freut sich über 6 zweite Preise und 2 dritte Preise. Zum Bundeswettbewerb nach Lübeck wird Frieda Emich aus Bützow fahren und damit die Kreismusikschule zu Pfingsten vertreten. Karl Teichmann aus Güstrow, der im Januar auch beim Winterzauber in der Barlach-Stiftung auftrat, erreichte mit seiner Klarinette 20 Punkte und einen zweiten Preis. Von der Musikschule Abs erreichte Anton Pfeiffer ebenfalls auf der Gitarre 23 Punkte und einen ersten Preis.